Hallo und herzlich willkommen beim Thema Datenbanken. Datenbanken sind eine super Sache und können große Datenmengen effizient, widerspruchsfrei und dauerhaft speichern. Aber wie plant und entwickelt man eine Datenbank überhaupt? Und welche Entwicklungsschritte sind dabei wesentlich? Auf diese Grundlagen möchte ich heute näher eingehen. Viel Spaß! Viele Anwendungen nutzen Datenbanksysteme, um ihre Datenmengen in einer Datenbank zu speichern. Aber wie plant und entwickelt man jetzt eine qualitativ hochwertige Datenbank? So eine Datenbank wird natürlich nicht einfach aus dem Ärmel geschüttelt, sondern durchläuft in ihrem Lebenszyklus mehrere Entwicklungsphasen. Und genau über diesen Datenbank-Lebenszyklus und was in den einzelnen Phasen zu tun ist, wollen wir uns heute einen kurzen Überblick verschaffen. Eine Datenbank derart systematisch zu entwickeln, ist wesentlich, damit sie später auch die an sie gestellten Anforderungen erfüllt. Im Zusammenhang mit einem bestimmten Anwendungsbereich lässt sich das gleich noch leichter erklären und ist auch spannender. Stellen wir uns vor, wir möchten eine Datenbank entwickeln, die ErmittlerInnen einer Polizeiinspektion dabei unterstützen soll, ihre Kriminalfälle zu lösen. Der erste Schritt im Leben einer Datenbank beginnt mit der Analyse der Anforderungen und der Domäne, in der die Datenbank eingesetzt werden soll. EntwicklerInnen kennen oft die Welt der KundInnen, diese Welt wird auch Domäne genannt, wenig bis gar nicht. Besonders die Domänenanalyse soll ihnen dabei helfen, die notwendigen Informationen für den Entwurf der zukünftigen Datenbank zu gewinnen. Wie sieht die Welt der Kundin aus? Was möchten die zukünftigen Benutzer überhaupt? Und welche Daten sind daher für die Datenbank, die entwickelt werden soll, überhaupt relevant? Passieren hier Fehler oder Ungenauigkeiten, lässt sich das später nur schwer und mit Aufwand berichtigen. Wir als EntwicklerInnen treten an die KundInnen hierbei heran und versuchen herauszufinden, was diese haben wollen. Das Ergebnis einer Domänenanalyse ist ein strukturierter Text mit den Datenanforderungen, wie diesem hier. In unserem Beispiel geht es darum, welche Daten für die Kriminalfalldatenbank überhaupt relevant sind, wie zum Beispiel Delikte und deren Details, wie Beschreibung, die Schadenshöhe oder der Tatzeitraum. Texte sind jedoch lange und unübersichtlich. Oft sind die Datenanforderungen auch widersprüchlich formuliert oder auch mehrdeutig zu verstehen. Daher werden die Anforderungen in der nächsten Entwurfsphase, dem konzeptuellen Entwurf, nun formeller beschrieben. Das heißt, der Text aus Domänenanalyse wird in ein formales Modell, das semantische Datenmodell, überführt. Beim konzeptuellen Entwurf werden also die Sachverhalte aus der Domänenanalyse mittels weniger Grundkonzepte grafisch modelliert. Hier am Beispiel sehen wir, wie das für unseren kurzen Text aus der Domänenanalyse aussehen würde. Als Modellierungssprache für dieses Beispiel wurde ein UML-Klassendiagramm gewählt. Hier sehen wir sogenannte Klassen und Beziehungen, welche die Datenanforderungen repräsentieren. Durch diese formellere Beschreibung der Datenanforderungen können Widersprüche, Mehrdeutigkeiten und auch fehlende Anforderungen entdeckt und beseitigt werden. Das Ergebnis des konzeptuellen Entwurfs ist ein semantisches Datenmodell, manchmal auch konzeptuelles Datenmodell genannt. Ein vollständiges semantisches Datenmodell für die Kriminaldatenbank könnte in etwa so aussehen. Keine Sorge, wenn ihr das noch nicht alles gleich durchschaut. Das ist im Moment auch gar nicht notwendig. Wichtig ist im Moment nur zu verstehen, dass so ein semantisches Datenmodell sowas wie ein Plan der zukünftigen Datenbank ist. Nach dem konzeptuellen Datenbankentwurf geht es im Datenbank-Lebenszyklus weiter mit dem logischen Datenbankentwurf. Jetzt müssen wir uns entscheiden, mit welchem Datenmodell wir die Datenbank überhaupt realisieren wollen. Soll es eine relationale Datenbank werden oder eine andere? Da relationale Datenbanksysteme sehr weit verbreitet sind, beschränken wir uns in diesem Video vorerst nur darauf. Das relationale Datenmodell umfasst eine intuitive und einfache Art, Daten in Relationen zu strukturieren und zu speichern. Beim logischen Entwurf wird nun das semantische Datenmodell in eine Menge von Relationen transformiert. Dafür verwenden wir eine Handvoll Daumenregeln. Hier sehen wir am Beispiel unserer Kriminaldatenbank einen Ausschnitt der Relationen, die aus so einer Transformation resultieren. Wir finden hier zum Beispiel die Relationen Verdächtiger und Delikt mit ihren Attributen. Im logischen Datenmodell werden auch schon diejenigen Attribute gekennzeichnet, die später Primär- oder Fremdschlüsseleigenschaften haben werden. Im Prinzip ist das logische Datenmodell ein Textdokument in dieser Form, wie wir es hier sehen. Gut, der logische Entwurf ist erledigt. Wie geht es jetzt im Lebenszyklus weiter?
Bevor wir zur Implementierung der Datenbank kommen, erweitern wir nun im physischen Datenbankentwurf den logischen Entwurf und definieren die Speichertechnologie und Zugriffspfade für das gewählte Datenbanksystem. Denn verschiedene relationale Datenbanksysteme weisen trotz Standardisierungsmaßnahmen bemerkenswerte Unterschiede auf. Das Ergebnis ist ein internes Datenmodell, das für ein spezielles Datenbanksystem zugeschnitten ist. Dadurch planen wir das Tuning der Datenbank. Nun sind wir endlich soweit. Es liegen uns alle notwendigen Informationen vor und wir können mit der Implementierung der Datenbank beginnen. Jetzt arbeiten wir das erste Mal wirklich mit dem Datenbanksystem und legen dort Tabellen, Attribute, Views, Indizes und mehr an. Dazu nutzen wir die Datenbankdefinitionssprache, kurz DDL, des Datenbanksystems. Bei relationalen Datenbanken ist es die standardisierte Datenbanksprache SQL. Manchmal kann es vorkommen, dass in diesem Schritt auch Daten aus Altsystemen in die neue Datenbank zu übernehmen, also zu konvertieren sind. So sieht beispielsweise die SQL-Definition der Tabelle Delikt in PostgreSQL aus. Hier werden Tabellen angelegt, die zugehörigen Spalten definiert und auch angegeben, welche Datentypen dort gespeichert werden, also wie die Daten in diesen Spalten aussehen. Beispielsweise gibt es hier die Spalte Delikt-ID, die Zahlen enthalten wird, oder die Spalte Erfassungszeitpunkt, in der später Zeitangaben in Form von Zeitstempeln stehen werden. Zudem können Constraints, also Bedingungen, definiert werden, zum Beispiel, dass der Status nicht leer sein darf. Und es werden auch die Primär- und Fremdschlüssel festgelegt. Wenn notwendig, können wir in der Implementierungsphase auch schon einige Daten in Tabellen eintragen, zum Beispiel welche Delikttypen es gibt. Die meisten Daten werden jedoch in der Betriebsphase über Anwendungen erfasst und dort auch bearbeitet. Bevor es aber wirklich in den Betrieb geht, muss alles nochmal gut getestet werden. Und schließlich kann das Datenbanksystem betrieben werden. Anwendungen können die Datenbank jetzt nutzen, um Daten in der Datenbank zu verwalten. Ebenso BenutzerInnen. Diese können die Datenbank nun verwenden, um Daten einzufügen, zu ändern, Daten auszulesen, indem sie Abfragen erstellen und vieles mehr. Im laufenden Betrieb ist aber auch die Systemperformance zu überwachen. Daten sind zu sichern und das Datenbanksystem muss natürlich in regelmäßigen Abständen gewartet werden. Bei neuen oder geänderten Anforderungen kann es aber auch zu Iterationen der vorhergehenden Phasen kommen. So, jetzt haben wir den Datenbanklebenszyklus am Beispiel der Kriminaldatenbank einmal rasch durchlaufen und so einen Überblick bekommen, was alles zu tun ist. Wir haben gesehen, dass es viel Vorbereitungen benötigt, bevor eine Datenbank wirklich in den Betrieb gehen kann. Je mehr Zeit und Arbeit man da reinsteckt, desto besser wird die Qualität der Datenbank und desto einfacher lässt sich später mit ihr arbeiten. So, jetzt ist es aber auch ganz schön spät geworden. Es wird Zeit, dass ich nach Hause gehe. Servus und bis zum nächsten Mal.